Herzlich willkommen zum Weltgebetstag 2021, der die Christen aus Vanuatu vorbereitet haben. Ich beginne mit einem Zeichen des Willkommensgrußes aus Vanuatu. Wenn dort ein Fremder ein Dorf betrifft, wird er mit zwei über den Kopf gekreuzten Palmenzweigen begrüßt. Das bedeutet, sei willkommen. Seid willkommen, alle auf der ganzen Welt, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nationalmotto lautet Dom Gott Juni Stanab. Übersetzt mit Gott bestehen wir. Seid willkommen, seid willkommen, seid willkommen.
Die Hauptstadt Port Vilar auf der Insel Efate ist zentraler Anziehungspunkt. Viele Menschen der anderen Inseln kommen auch hierher und siedeln sich in einfachen Behausungen in und um die Hauptstadt an. Die meisten der 289.000 Einwohner in Vanuatu leben in kleinen Dörfern, die oft in geschlossenen Welten dargestellt. Die Menschen in Vanuatu heißen die Vanuatu. Sie leben sehr im Einklang mit der Natur und ernähren sich von dem, was der Regenwald ihnen an Früchten schenkt und was sie im Meer fangen. Die Ni Vanuatu pflegen ihre Bräuche und sind stolz auf das Wissen, das ihnen ihre Vorfahren überliefert haben. In vielen Dörfern leben die Menschen noch sehr traditionell. Einer der Bräuche, die die Frauen pflegen, ist die traditionelle Wassermusik. Sie klatschen im Einklang mit ihren Händen aus Wasser und dabei entsteht Musik. Einer der tragenden Säulen der Gesellschaft Vanuatu ist Kaston. Das tradierte Wertesystem bezeichnet, das alle Lebensbereiche durchzieht. Schlüsselfiguren in diesem Symbol sind die Chiefs, die in einem Dorf oder für einen Stamm die Entscheidungen treffen. Die zweite tragende Säule der Gesellschaft ist die Kirche. Im 19. Jahrhundert entstanden verschiedene westliche Kirchen, Missionare auf die Insel des heutigen Vanuatu. Seit 1995 gibt es Bibel in Bislarang, die Sprache in Vanuatu. Der christliche Glaube prägt heute die Lebenswirklichkeit in Vanuatu. Die Kirchen genießen einen hohen Stellenwert. Die größte und einflussreichste Kirche ist die Presbyterianische Kirche, zu der 32% der Bevölkerung gehören. Daneben gibt es katholische und anglikanische Gemeinden, die Sieben-Tage-Adventisten, die Church of Christ und Pfingstkirchen. Was sie erübrigen können und sorgen dafür, dass die Familie ein Einkommen hat. Obst und Gemüse werden in den selbstgeflochtenen Körben eingepackt, da Plastik in jeder Form in Vanuatu verboten sind. Frauen sorgen dafür, dass die Kinder in die Schule gehen. Sie treiben durch ihre Verkäufe das Schulgeld auf. Die offizielle Schulpflicht beträgt 6 Jahre. Plastiktüten, Plastikflaschen und Strohhalme sind in Vanuatu seit 2018 verboten. Wenn alle Bäume aussterben, wenn alle Tiere tot sind, wenn es nicht mehr sauber ist, Luft zu atmen, wenn das ganze Wasser vergiftet ist, nur dann werden wir erkennen, dass man Geld nicht essen kann. Die Menschen begegnen anderen mit Offenheit und Freundlichkeit. Sie sind für ihr Lächeln bekannt. 2-mal wurde Vanuatu in den vergangenen Jahren zum Land mit den glücklichsten Menschen der Welt erklärt. Vanuatu ist für Touristen ein Paradies. Unberührte Strände, aktive Vulkane, Wasserfälle, üppiger Regenwald. Die Temperaturen sind mild, es gibt dort keine gefährlichen Tiere. Dafür eine wunderschöne Vogelwelt.
Vanuatu hat keine Bodenschätze. Eine der Haupteinnahmen des Landes ist der Tourismus. Meistens kommen die Tagestouristen mit riesigen Kreuzfahrtschiffen. Die Einheimischen bauen eine Strandlounge im Sand, die die Touristen mieten können. Durch die Erwärmung der Meere sterben die Korallen ab, welche die Insel vor der Brandung schützen. Aufgrund der wärmeren Wassertemperaturen geht der Fischbestand zurück. Dabei ist Vanuatu das Land mit dem geringsten Ausstoß an CO2 und zugleich die am stärksten Leidtragenden. Durch den Klimawandel werden die tropischen Wirbelstürme immer heftiger. Im März 2005 tobte der Zyklon Pan mit Windgeschwindigkeit von bis zu 280 km/h über Vanuatu und zerstörte innerhalb einer Nacht 90% aller Häuser. Die Menschen flüchteten in große Schiffscontainer, die sie überlebt haben. Nach dem Zyklus war allen wüst. Sie ernährten sich monatelang von den Kokosnüssen, die sie nach dem Sturm fanden. Die Künstlerin Juliette Pittard hat zum Weltgebetstag ein Bild gemalt, in dem sie ihre Erfahrungen während des verheerenden Wirbelsturms Pan verarbeitet hat. Obwohl Juliette Pittard international ausstellt und mit dem Verkauf ihrer Bilder gut Geld verdient, lebt sie in einer kleinen Wellblechhütte in der Nähe der Hauptstadt. Was sie verdient, gibt sie Leuten, die Geld brauchen, zum Beispiel für die Schulgebühren der Kinder oder für medizinische Behandlung. Ihr Bild heißt Palm 2. Es zeigt eine Mutter, die sich schützend über ihr kleines Kind beugt. Im Hintergrund brechen Wellen. Eine Palme biegt sich über die beiden durch den starken Wind niedergedrückt, doch die starken Wurzeln geben ihr Halt. Seid gekommen, seid gekommen, seid gekommen.
Wir sind dankbar für die großartigen Dinge, die Gott getan hat. Gott, du hast Himmel und Erde in ihrer ganzen Fülle geschaffen. Von Anfang an bist du in der Geschichte deines Volkes gegenwärtig. Gott der Liebe, auf dir steht und gründet Vanuatu. Wir preisen dich. Versammelt sind. Danke für die großen und wunderbaren Dinge in unserem Leben auf unseren Völkern. Du gibst uns Verantwortung, Weisheit, Wissen und Verständnis, damit wir für all die schönen Inseln und Länder Sorge tragen können. Danke für die fruchtbaren Böden, die frische Luft, die saubere Umwelt, für den strahlenden Sonnenschein, das blaue Meer und für das stille, ruhige Wasser der Vanuatu-Insel. Wasserfälle, die sich wie Regen ergießen und uns deine Größe und Kraft machtvoll verkündigen. Danke für den Klang der Kinderstimmen, die singen, lachen und rufen. Danke für die Gebete und Lieder der Alten und der Jungen. Sie alle bezeugen die Freude über deine Liebe. Wir bekennen, dass wir dein Wort gehört, aber nicht danach gehandelt haben. Oft tun wir Dinge, die wir nicht tun sollten, und unterlassen, was notwendig wäre.
In unseren Familien und in unseren Völkern stehen wir vor verschiedenen Widrigkeiten und Herausforderungen. Wir meinen, dass wir auf den Worten Jesu aufbauen, doch tatsächlich haben wir auf Sand gebaut. Wir wollen uns von dir verändern lassen. Mache uns heil, damit wir tun, was gerecht und richtig ist. Gott, der ganzen Schöpfung, wir haben die Umwelt verschmutzt und bedrohen die Grundlage unseres gesamten Lebens. Wir füllen das Meer an mit Müll. Den Meerestieren und Pflanzen fügen wir Schaden zu und zerstören ihren Lebensraum. Wir bekennen und bereuen es. Wir wissen, dass wir es ändern können. Wir verpflichten uns, deinen Auftrag zu erfüllen, die Schöpfung zu hüten und zu bewahren. Gott, erhöre unser Gebet. Alle, die nun meine Worte hören und entsprechend handeln, werden einer klugen Frau, einem vernünftigen Mann ähnlich sein, der ihr Haus auf Felsen bauten. Und Regen fällt herab, es kommen reißende Flüsse, Stürme wehen und überfallen dieses Haus, und es stürzt nicht ein, denn es ist auf Felsen gegründet. Alle, die nun meine Worte hören und sie nicht befolgen, werden so unvernünftig sein wie eine Frau oder ein Mann, die ihr Haus auf Sand bauten. Und Regen fällt herab, es kommen reißende Flüsse, Stürme wehen und prallen an dieses Haus.
Da stürzt es in einen gewaltigen Zusammenbruch ein. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Ich kann mir Urlaub leisten. Und ich träume von schönen Palmenstränden draußen im Pazifischen Ozean in Vanuatu. Es gibt Menschen, die haben ständig das Paradies in unseren Augen um sich. Traumhaft schön. Unglaublich paradiesisch. Über Wasser und unter Wasser. Die Pflanzen und die Fische, ungeahnter Reichtum an Leben und erst das Essen. Ein Himmel auf Erden. Und dann kommt die Sturmflut, der nächste Wirbelsturm, der alles wegreißt, was man sich aufgebaut hat. Was ist, wenn das Paradies nicht mehr ist? Alles ist perfekt. Wie gesagt, in meinem Leben verläuft alles nach Plan. Ruhig, zufrieden. Und dann kommt es. Kleine und große Stürme. Das bisherige gerät aus den Fugen. Es bahnt sich an. Krankheit, Arbeitslosigkeit, Unzufriedenheit, Einsamkeit, Tod. Nichts wie bisher. Was ist aus meinem Leben geworden? Ist da etwas, was mich trägt? Habe ich einen festen Grund, der mich in den Krisen und Stürmen des Lebens trägt? Ich erinnere mich an die Bilder von Fluten, an zerstörte Landschaften, an entwurzelte Bäume, an zerstörte Häuser nach den letzten großen Wirbelstürmen. Ich erinnere mich, dass vor nicht allzu langer Zeit ein Kabinett der pazifischen Inselstaaten ihre Regierungssitzung 1,5 Meter unter dem Meeresspiegel abgehalten habe, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen und die Auswirkungen auf ihr Inselparadies. Jesus erzählt uns eine Geschichte von zwei Menschen, die auf verschiedenen Grundlagen ihr Haus bauten. Der eine aus Fels, einen festen Grund,
der auch die Stürme und Ungewitter standhält. Nichts kann ihn erschüttern. Der andere hat sich einen anderen Grund ausgesucht. Aus sandigem Boden baut er sein Haus. Doch seine Freude dauert nicht lange. So schnell und einfach er auch Erfolg mit dem Bau hat, irgendwas erweist sich als falsch. Am Ende bleibt nur Sand, der zwischen den Fingern rieselt und ein Trümmelhaufen. Was ist mein fester Grund? Worauf baust du? Worauf baue ich? Auf welchen Grund stehst du? Stehe ich? Was trägt mich im Leben? Gott, Gebet, Vergebung. Mein fester Grund ist das Vertrauen, die Dankbarkeit und meine Familie. Mein fester Grund ist die Verantwortung, die Freundlichkeit und vor allem die Bibel. Mein fester Grund ist die Gemeinschaft, Freude und auch eine stille Zeit. Mein fester Grund ist der Frieden, die Geduld und die Kraft. In meinem Leben trägt mich Glaube, Liebe und Hoffnung. Was ist mein fester Grund? Worauf baust du? Worauf baue ich? Was sind unsere Werte, Überzeugungen, das eigentliche Fundament unseres Handelns? Wir haben gesehen, auf diese Steine können wir bauen. Auf diesem Fundament wollen wir bauen. Dann können wir nicht nur Krisen überstehen, sondern auch das Leben durch unser Tun zum Guten verändern. Wenn wir wollen, dass die Paradiese dieser Welt erhalten bleiben, müssen wir anfangen, auch etwas dafür zu tun. Dann müssen wir anfangen, jetzt anfangen, über die Auswirkungen unseres Lebensstils nachzudenken, damit andere nicht in den Fluten des von uns gemachten Klimawandels versinken. Vanuatu, willkommen im Paradies. Willkommen im Fundament unseres Lebens, damit wir auf Fels bauen
und nicht im Sand alles verlieren. Amen. Verantwortung zu übernehmen. Wir beten, dass wir in Einheit, Liebe und Frieden mit ethnischen und kulturellen Vielfalt leben können, wie in Vanuatu und vielen anderen Orten auf der Welt. Wir denken an die Menschen, die von Naturkatastrophen wie Wirbelstürmen und Vulkanausbrüchen bedroht sind. Wir sorgen uns um die Menschen, die unter Abhängigkeit leiden. Starker Gott, beschütze unsere Gemeinschaften vor Katastrophen und Leiden. Heile die Seele aller Menschen und lass uns deine Liebe spüren. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn in dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott schenke dir einen festen Grund, der dich hält. Gott halte seine Hand schützend über dir in den Stürmen des Lebens. Gott halte dich fest in deiner Liebe. Denk daran, wenn du hinausgehst. Sei ein kluger Mensch und bau dein Haus
auf Jesu Wort. Er ist der Grund, auf dem wir stehen. So gehen wir hinein in diese Woche, in diese Zeit mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir seinen Frieden. Amen. Die Heiligen verstehen.
So, sehr.